Neue Woche, neues Glück. Alte Karte, die kennen wir schon von letzter Woche. Das ist ja unsere MSI RX5700 XT Evoque. Getestet, für relativ gut befunden, mit einem kleinen Nachteil. Der Vorteil dieser Karte ist ja, sie ist klein, knuffig, goldig. Das Problem ist, ist natürlich auch der Kühler limitiert. Die Kühlfläche, ich kann ja nicht die Physik vergewaltigen, ist deutlich kleiner wie bei der getesteten Red Devil von Power Color. Also muss man es bei dieser Karte, wenn man hier 250 Watt reinsteckt, natürlich ein bisschen lauter angehen lassen, weil diese kleinen zwei Propellerchen natürlich auch mehr drehen müssen. Ich muss die 250 Watt, die ich hier reinstopfe, ja natürlich auch wieder irgendwie wegbekommen. Die Karte an sich war ja nicht schlecht, aber wie kriege ich diese Karte jetzt kompatibel zu meinen Ohren? Na, wenn ich also jetzt heute mal so ein ITX-System bauen möchte und ich will jetzt hier drinnen nicht den Orkan in meinem Zimmer einsperren, dann brauche ich eine leise Karte. Und genau das ist diese Karte nämlich nicht. Bietet sich für ITX an, von der Größe her, akustisch gesehen, ich würde es mir nicht einbauen, weil es einfach zu laut ist. Bekomme ich diese Karte jetzt auf ein ähnliches Level wie die Power Color, wenn ich was Ähnliches mache wie mit dem Silent Bias? Genau das werden wir mal testen, da habe ich mich übers Wochenende hingesetzt. Dann ist eine Art Tutorial draus entstanden, weil es geht nämlich. Und das kann man mit fast jeder Karte machen. Und der Vorteil von diesem kleinen Tutorial ist, ich kann diese Dinge ganz einfach per Software machen und dann muss ich noch nicht mal BIOS flashen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben da so ein bisschen Bammel davor. Wir haben noch nie ein BIOS geflasht, geht die Karte kaputt, Garantie, was auch immer, whatever. Nein, wir können es mit unserem More Power Tool. Ich mache jetzt aus deinem More Power Tool ein Less Power Tool. Geht nämlich genauso auch in die andere Richtung. Und wie das funktioniert, das beschreibe ich euch heute in dieser kleinen Erklärung. Und am Schluss haben wir eine Karte, die ist effizienter und vor allen Dingen, sie ist auch leiser. Also seid mal gespannt. Beginnen wir mal mit der praktischen Geschichte. Vorab, wir brauchen das BIOS. Das ist der erste Schritt, den wir erledigen müssen. Wir brauchen das spezielle BIOS für diese Grafikkarte. Und das nützt doch nichts, wenn wir jetzt irgendein anderes Silent BIOS von Karte XYZ nehmen. Nein, wir brauchen wirklich das BIOS von dieser Karte, weil die Herstellerangaben natürlich für diesen speziellen Lüfter und den ganzen anderen Gedöns ja nur in diesem BIOS drinstehen. Deswegen müssen wir es dann auch später im More Power Tool einlesen. Ja, wie komme ich jetzt daran? Ganz einfach. Nimmt man so ein schönes Tool wie GPUZ. Das ist Freeware. Wer es nicht hat, lädt es halt runter. Kommt von TechPower ab. Wer nicht googeln will, hier unten ist ein Link. Bitte aufs Review klicken. Da gibt es auch nochmal den Download-Link und eine Erklärung und alles mögliche andere mehr. Ladet es euch runter und installiert das. Das ist in 2 Minuten erledigt, da muss man auch nicht groß drüber nachdenken. Startoberfläche von GPUZ, da oben ist ein kleiner Knopf mit so einem Pfeil. Da drücken wir drauf, kommt so ein Datei-Speichern-Dialog, sagen wir, oh, Navi 10 ROM, speichern wir an einem Platz, wo ich mich erinnere, dass es dort abgespeichert wurde. Wir müssen es ja wiederfinden. Ja, das war es dann auch schon. Einmal abgespeichert ist es bei uns auf der Festplatte. Jetzt können wir die eigentliche Arbeit starten. Machen wir das More Power Tool mal auf. Dann suchen wir uns den passenden Grafikadapter raus. Im Idealfall hat man hier oben bloß einen drin. Nimmt man seine RX5700 XT. Im Zweifelsfall muss man halt gucken, welches ist, wenn man mehrere davon hatte. Sucht sich das aus und lädt hier unten mit diesem Knopf Load SPPT, also Load Soft Power Play Tables, einfach das BIOS rein, geht ein ganz normaler Datei-Öffne-Dialog, Navi 10 ROM anklicken, drin und schwupps, sind auch alle angegrauten Flächen plötzlich klickbar und aktiv. Jetzt haben wir hier oben insgesamt im Tool ja 4 Reiter. Wir haben die Overdrive-Features, das ist also das für den Wattmann, wo man bestimmte Dinge sichtbar machen kann, verschwinden lassen kann. Ja, kann man den Wattmann noch ein bisschen aufhübschen, brauchen wir nicht, aber es ist halt drin. Kommen wir zum interessanten Teil. Einführung natürlich, Overdrive Limits ist der 2. Reiter. Da sehe ich zumindest die wichtigsten Informationen zu meinen Lüftern. Die sollte man auch kennen. Woher will man es wissen? Seitdem man probiert es aus. Hier steht es drin und das ist auch der Grund, warum man sein eigenes BIOS, also von dieser Grafikkarte, laden sollte. Damit natürlich diese Herstellervorgaben, und die kennt ja nur der Hersteller, die kennt auch nicht der Treiber, die kennt auch nicht der Wattmann da als Oberfläche, die kennt das ja alle nicht. Ich muss also irgendwo natürlich auch diese Daten herhaben. Was ist die Anlaufdrehzahl? Was haben wir von der Maximaldrehzahl? Das trägt der Hersteller da in diese Register ein und das liest natürlich unser More Power Tool, was wir ja hier zum Less Power Tool machen, der liest es aus und dann steht das dann auch da in diesem Reiter drin. Bitte nicht ändern, lasst das bitte so, wie es ist, aber nehmt es zur Kenntnis, weil ihr seht dann, wie hoch auch diese Lüfter im Maximalfall drehen können und bei welcher Drehzahl sie überhaupt anlaufen. Was zum Beispiel auch interessant ist, wenn wir uns nachher mal mit diesem Semi-Passiv-Mode
also diesem Fanstop, beschäftigen. Ja? Kenntnisnahme, Informationsgewinn, mehr ist es nicht. Jetzt kommt der richtig wichtige Reiter, wir beschäftigen uns nämlich mit der Leistungsaufnahme. Das Ding heißt Power Limits und Voltages. Und wenn wir mal schauen, hier oben 1,2 Volt sind vorgegeben, habe ich auch bei AMD für die Referenz. Dem folgen auch die Bordpartner. Wir haben auch für die Evoque hier 1,2 Volt eingegeben. Wir haben auch bei Sapphire, bei PowerColor. Also alle halten sich an diese 1,2 Volt. GFX, also hier für die GPU. Dann haben wir ja noch den SoC, der steckt ja in dem Chip auch noch mit drin. Sind auch 1,2 Volt. Das sind dann auch die Bordpartner nach langen Experimenten und von diesen 1,2 Volt abgekommen. Hier kann man also 1050 Millivolt eingeben, also eine 1050, entspricht 1,05 Volt. Bleibt stabil, ist im Idle genauso wie unter Volllast eine ordentliche Angabe. Es ändert sich, auch wenn man das noch weiter runtersetzt, außer dass es instabil wird, nichts an irgendwelchen Temperaturen. Also hier muss man auch nicht weiter rumspielen. Lasst das bitte, wie es ist. Zu diesen 1,2 Volt habe ich aber noch was. Schauen wir uns mal die Folie an. Zeige ich euch mal in groß. Ja, das ist jetzt der Unterschied zwischen dem OC-Bias von der PowerColor, 220 Watt, da oben geht richtig was los und unten sehen wir, ja, wo wir auch hin wollen, dieses Silent-Bias. Da sehen wir auch schon, dass diese Spikes und diese ganzen Spannungsverläufe hoch und runter, diese ganzen Kurven, die sind ein bisschen moderater und oben, das wird wirklich exakt bei 1,2 Volt durchgeschnitten. Ne? Der Friseur nimmt eure Haare, nimmt einen Kamm, schneidet schön dann mit der Schere vorne durch und dann, pup, und dann habe ich diesen Topfschnitt hier vorne und genauso sieht es auch. Ivanushka hat dann hier so seinen Pony. Das Problem ist, dass dieser Limiter wirklich absolut restriktiv dort abschnipselt. Das kann man sich natürlich zunutze machen und das erkläre ich euch gleich noch. Schauen wir jetzt mal auf diese Power-Angabe, die ich da unten drunter habe, nämlich das Power Limit GPU. Das Power Limit GPU, das ist also rum, das also beinhaltet sowohl die, ich sage jetzt mal, Grafikeinheit als auch den SoC. Also man überwacht hier im Prinzip VDDC, also dieses V-Core oder wo man sagt, das ist die Kernspannung und es überwacht letztendlich auch an dieser Stelle die Spannung für den SoC und natürlich die fließenden Ströme und das gibt als Produkt in der Summe dann diese sogenannte, ja, man sagt auch ASIC Power dazu, obwohl es eigentlich falsch ist. Also ist das, was der Chip selbst also quasi verbrät. Da kämen jetzt noch die Speichercontroller oben drauf, aber die werden ja über MVDD und VDDCI gespeist, letztendlich aus beiden Sourcen und das können wir hier nicht mit einpreisen, das ist also nochmal oben drauf zu rechnen und dann haben wir noch die ganzen anderen Verbraucher und wir haben die Spannungswandlerverluste und die Propellerchen wollen auch noch ein bisschen Saft, also unterm Strich wird natürlich die TBP, also die Total Board Power, das was die Grafikkarte im Stück aufnimmt, also die Summe aus diesen ganzen Spannungsversorgungsanschlüssen hier unten am PCI Express Slot und hier oben an den zwei externen Anschlüssen, die wird ein ganzes Stück höher ausfallen. Aber ich gebe hier zum Beispiel 180 Watt vor. Original kam diese Karte mit 200. Die PowerColor haut sogar 220 Watt drauf. Plus natürlich die ganzen Verluste. Und deswegen kommen wir auch mit dieser Karte hier im Unglücksfall auf 250 Watt, die ich hier reinstecke. Und das Dumme ist, es muss ja abgeführt werden, weil wir wissen, das wird ja alles Abwärme. Und tja, die müssen weg. Und genau deswegen ist es so laut, weil die Lüfter ja drehen wie bekloppt. Können wir ändern, nehmen wir es da einfach ein Stück runter und setzen es mal auf 180. Und für diese 5700 kann man es eigentlich genauso machen, wenn ich jetzt das Referenzdesign nehme, ziehe ich halt nochmal 10 Watt ab. Oder ich setze es auf den Wert eines Referenzdesigns, wenn ich jetzt eine übertaktete Karte habe. Was wir nämlich machen, ist nichts anderes, als diesen tollen Werkstakt wieder aufs normale Minimum runter zu bremsen. Und dann wird es nämlich leise und sparsam. Wir holen also hier mit dieser ganzen Übervoltung, Übertaktung, über, ach was weiß ich, holen wir ein bisschen mehr raus und ich werde euch nachher mal erklären, mit welchem Einsatz wir eigentlich dieses bisschen mehr Performance herausquetschen. Das ist absolut sinnlos. Wir bauen die Karte also quasi wieder zurück. Dort, wo sie nämlich hingehört, weil da liegt der Sweet Spot. Ungefähr. 180 Watt, wir können es auch mit 170 machen, aber 180 Watt passt. So, und dann haben wir da unten noch ein paar Felder. Da haben wir nämlich einmal ein TDC-Limit wieder für die Grafikgeschichte und ein TDC-Limit für den SoC. Das sind Ströme, also das sind Ampere. Das ist also der Stromfluss. Und jetzt kann man hier ein bisschen tricksen. Hat man einen wirklich guten Chip und sagt, ey, ich könnte jetzt hier untervolten oder mein Chip ist wunderbar und
Dann könnte man sagen, okay, nehmen wir mal, egal ob es jetzt eine RX 5700 XT oder eine Non-XT ist, von dem Wert, der da drin steht, einfach mal 5 Ampere weg, begrenzen also den Stromfluss ein bisschen, geben aber dafür oben bei der Spannung zum Beispiel ein bisschen was drauf. Also was weiß ich, nicht 1200, sondern 1250 oder es könnte auch ein bisschen mehr sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben, weil wir wollen ja eine effiziente Karte haben. Warum machen wir das? Wenn die Karte wirklich gut ist, dann ist auch die elektrische Güte des Chips entsprechend hoch. Das heißt, der Innenwiderstand dieser Karte ist per se von Haus aus ein klein wenig höher. Das heißt, auch die Ströme, die fließen, sind etwas niedriger. Und wenn ich jetzt hier so eine Boardpower da von 180 Watt vorgebe, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, und das macht dieser sogenannte Arbitrator, das ist also ein Bereich in der Firmware, das ist so ein Vermittler, der nichts anderes macht, als zu schauen, was habe ich an Sensorwerten, ja, Temperatur, die Lüfterdrehzahl, ja, was messe ich denn gerade so, was habe ich jetzt an Stromfluss, wie hoch ist jetzt entsprechend meine Spannung, dann sehen wir, was haben wir für einen Takt, da gibt es die Power Estimation Engine, die dann so über den Treiber vorausberechnet, was könnte als nächstes so an Grafiklast vielleicht anliegen, und dann wird gemittelt, dann wird geschaut, ach, jetzt müssen wir so einen Kompromiss finden aus Temperatur, Stromfluss, wie hoch können wir die Spannung nehmen, bei welchem Takt, wie hoch lassen wir die Karte jetzt takten? Müssen wir wieder irgendwo begrenzen, weil, was weiß ich, der Strom zu hoch wird oder es wird zu warm. So, und das ist dann so dieses Mittelding und das passiert zigtausendmal pro Sekunde, dass dieser Arbitrator dort irgendwas regelt. Habe ich jetzt eine Karte mit einer hohen elektrischen Güte und einem doch relativ noch hohen Innenwiderstand? Und ich habe diese 180 Watt zur Verfügung, dann kann es durchaus passieren, dass die Karte sagt, oh, im Rahmen der Möglichkeiten könnte der Takt jetzt meinetwegen sogar auf 1950, 1800, 2000, wie auch immer, Megahertz ansteigen. Ja, dann kommt dann irgendwann da oben der Limit und sagt, nee, 1,2, tschüss, geh nach Hause, spiel draußen weiter. Dann sagt die Karte, scheiße. Eigentlich könnte ich ja mehr, ich möchte auch mehr, ich nehme ja gar nicht so viel mehr Leistung auf, aber ich hätte gerne auch wissen Sie, an diesem einen Moment, für diesen einen kleinen Spike, vielleicht ein bisschen mehr Bums. Und genau deswegen kann man oben die Temperatur auch hochsetzen, wenn man eine Karte mit sehr guter elektrischer Güte hat. Oder im Umkehrschluss geht man also runter und nimmt mal 5 Ampere weg, schaut also diesen Stromfluss künstlich zu begrenzen, gibt dafür ein bisschen mehr Spannung frei. Man muss natürlich im Balancing bleiben. Also das Ganze darf man jetzt nicht hier oder dort übertreiben. Also entweder büßt man dann Performance ein oder die Karte wird genauso ineffizient, wie sie vorher war, bloß auf einer anderen Art und Weise. Und dann habe ich auch nichts gekonnt. Aber an der Stelle kann man doch vorsichtig ein bisschen spielen und vielleicht auch noch das ein oder andere kleine Quäntchen Performance rausdrücken. Und wie das dann aussieht, und das schauen wir uns hier mal auf dieser Grafik an, da sehen wir nämlich die Leistungsaufnahme. Das erste ist die Leistungsaufnahme, wie sie mal war. So habe ich diese kleine Evoque aus der Kiste geholt und gemessen. Und wenn man das jetzt mal im Vollbild anschaut, also die Spikes, die gehen schon, die sind jenseits von Gut und Böse. Und ich habe hier im Mittel wirklich eine Leistungsaufnahme von ca. 250 Watt bei einer Performance. Ja, die liegt ein bisschen über dem, was so eine Referenzkarte, also wir sind ja so bei 4%, ja, die liegen über einer Referenzkarte mit ein bisschen Glück im Schnitt. Ja, viel ist das nicht wirklich. Und auf diese 4% kann man eigentlich gediegen verzichten. Manchmal ist es sogar ein bisschen weniger. Da geht es so zwischen 3 und 4%. Dann hatten wir auch, es gibt Spiele, da geht es mal bis 5%, wenn jetzt die Leistungsaufnahme im Spiel nicht so hoch sind. Und das Spiel ist auch nicht so fordernd. Da geht dann doch mal ein bisschen mehr. Aber ansonsten im Allgemeinen sind wir da wirklich im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das ist ein Witz. Warum? Das sehen wir hier auch. Guckt euch mal die zweite Kurve an. Wir sparen eine ganze Menge ein. Wir sind nämlich jetzt hier schon bei reichlich 202 Watt. 202 Watt zu 250 macht 48 Watt Unterschied. 48 Watt, die wir hier locker einsparen. Ja, Kinder, Sie wissen, wir haben wir jetzt noch 80% dessen, was wir ursprünglich hier ab Werk mit der Karte hatten. Die Leistungsaufnahme sinkt auf 80%. Ja, und ich werde euch nachher noch zeigen, was das beim Gaming ausmacht. Schaut mal hier drauf. Ja, also wenn ich jetzt mir hier die Balken angucke und wir kennen ja im Prinzip auch die Ergebnisse der Red Devil und das ist ja sehr, sehr ähnlich, ja, dann landet die Karte, wenn ich sie einbremse, so wie wir es gerade eben gemacht haben, wieder fast schon punktgenau auf dem Level einer Referenzkarte. Sie ist trotz allem einen ganz kleinen Tacken schneller und das liegt daran, die Temperaturen sind trotz allem noch
niedriger. Wenn die Temperaturen niedriger sind, ist natürlich auch der ganze Taktverlauf ein bisschen konstanter. Da muss der aber Trader nicht ständig den Takt hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter machen. Es regelt also weniger. Auch der Frame-Time-Verlauf, schauen wir uns das mal an, ist deutlich besser. Und ich habe auch die niedrigeren Frame-Time-Varianzen. Also nicht nur die durchschnittlichen Frames pro Sekunde und meinetwegen auch die Perzentile zu betrachten, sondern es lohnt sich auch mal genau hinzugucken, was habe ich für Frame-Time-Varianzen. Und das sind so diese Zeiten von dem einen Frame zum nächsten, also diese Unterschiede. Ja? Und es kann ja sein, ich habe, wenn ich jetzt einen Wert habe von meinetwegen 50 Frames pro Sekunde, 25 ganz schnelle und 25 ganz langsame. Das sieht unterm Strich in der Statistik mit den durchschnittlichen Frame-Times genauso aus, als hätte ich jetzt 50 gleich schnelle Frames so in einer mittelprächtigen Lage. Bloß, dass das hippelige schnell, langsam, schnell, langsam beim Auge doch irgendwann recht missfällt, muss man ja irgendwo ausdrücken. Das machen diese Varianzen. Und da sehen wir mal, dass die schaumgebremste, also die doch optimierte und reduzierte Evoke, nur unwesentlich schlechter ist als die voll bepowerte Karte, aber immer noch deutlich besser abschneidet als die originale Referenzkarte, die einfach zu heiß läuft. Also haben wir jetzt erstmal schon das Wichtigste erreicht. Wir haben nämlich die Leistungsaufnahme um 50 Watt runtergedrückt. Fast 50 Watt. Wenn ich jetzt fast 50 Watt weniger abführen muss, logischerweise im Umkehrschluss, wissen wir selber, da kann ich mit den Lüftern natürlich ein bisschen was nachlassen, weil die vollen 2200 bzw. 2000 Umdrehungen pro Minute, die mich hier an dieser Karte so genervt haben, die habe ich ja dann gar nicht mehr. So, das muss ich jetzt auch noch anpassen und dann muss ich auch noch den AMD-Treiber überlisten. Und genau dafür haben wir nämlich den nächsten Reiter. So, jetzt kommen wir mal zu dem Lieblingskind von AMD, das ist die verhunzte Lüftersteuerung. Ja, verhunzt deswegen, weil bis zum Treiber 7.2 lief noch alles einigermaßen ordentlich. Also das war zwar auch schon ein bisschen tricky und so ein bisschen vertrackt, aber man konnte zumindest das, was man eingegeben hat, auch hinten wieder rausbekommen, wenn man sich an gewisse Regeln gehalten hat. Diese Regeln gelten jetzt nicht mehr. Es ist sehr schwierig geworden. Also AMD hat dann wahrscheinlich irgendwie, um die eigenen Referenzkarten noch ein bisschen besser dastehen zu lassen, die Lüfterdrehzahlen durch irgendeinen implementierten Code generell angehoben. Ja, und das bringt natürlich dann so eine Lüftersteuerung schon ein bisschen durcheinander. Und wenn ich halt so eine Bordpartnerkarte habe, ich stecke mir die rein, ich mache den Wattmann auf und denke, ich mache jetzt hier einfach mal diese Lüfterkurven so schön und passe mir die an, dann werde ich feststellen, unterm Strich, die funktionieren nicht so wie das, was ich mir da eingestellt habe. Oder es funktioniert überhaupt nicht. Oder die Dinger drehen hoch bis ins Endlose. Ist mir auch schon passiert. Muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen gebe ich euch so ein paar kleine Richtlinien mit an die Hand, wie man es auch mit einem aktuellen 8.3 noch ordentlich hinbekommt und die Karte genau das macht, was man denn gerne hätte. So, kommen wir zum ersten Punkt und diese Minimalumdrehungen pro Minute, was man also als PWM angibt, in Prozent, die bitte auch lassen, weil es ist nämlich genau das, was der Hersteller weiß, was seine Lüfter können. Wir erinnern uns, minimale Drehzahlen. Das ist so diese Anlaufgeschwindigkeit. Wenn ich das auf den Wert stelle, der sinnlos ist, weil da der Lüfter noch gar nicht andreht, ja, habe ich nichts gekonnt. Im Gegenteil, wenn ich Pech habe, bleibt er einfach stehen. Und wenn die Kurve sehr langsam ansteigt, dauert es eine ganze Weile, ehe er überhaupt mal kommt. Wenn er denn kommt. Im schlechtesten Fall bleibt das Ding einfach stehen. Ja, und jetzt kommen ein paar Werte, die muss man erstmal verstehen oder muss man erklärt bekommen, um zu verstehen, was man da eigentlich eingeben muss. Ich habe mich jetzt hingesetzt und habe probiert, was passiert, welche Drehzahl reicht jetzt insgesamt aus, um mit dieser Karte so auf, ja, ich sage jetzt mal zwischen 73 und 74 Grad zu landen, weil bei 74 Grad dann hier auch entsprechend das thermische Limit gesetzt wurde. Ne? Ab 74 Grad fängt die dann auch noch so ein bisschen runter zu schrotteln und das zu machen und der Takt wird ein bisschen hektischer. Da wollte ich jetzt nicht drin rummurksen, weil also ich sage mal 74 Grad ist so das auf der Platine. Ich habe ja auch die Infrarotbilder gemacht. Wo ich sage, okay, der Rest dann um diese Platine da drumherum bleiben wir noch so um die 80 Grad, vielleicht noch ein bisschen drunter, an manchen Stellen ein bisschen drüber. Viel mehr möchte ich da nicht geben, weil ich möchte den Speicher nicht über 85 Grad sehen. Nehmen wir also mal einen Wert und dann habe ich ausprobiert und bin so bei dieser Karte hier und diesen 180 Watt GPU-Power, beziehungsweise 202 Watt für die gesamte Karte, so bei 1600 Umdrehungen circa plus minus je nach Raumtemperatur gelandet. Also man kann sagen, hier zwischen 1600 und meinetwegen 1700 Umdrehungen pro Minute. Maximal kann man mit dieser Karte relativ kommod leben.
Das ist das, was mir auch, sagen wir mal, draußen scheint die Sonne, 30 Grad auf der Straße, im Zimmer sind, was weiß ich, 25 bis 28 Grad, dann reicht das noch aus, um diese Karte da bei diesen 74 Grad festzutackern. Dann habe ich das also genommen, probiert, sagt, okay, passt. Jetzt muss ich das hier eingeben. Und dann habe ich, und jetzt schauen wir uns mal bitte diese Lüfterkurve an, die habe ich euch jetzt hier mal gezeigt. Das ist jetzt mal im Verlauf über ein paar Minuten, das habe ich einfach mal aufheizen lassen. Das ist auch der maximal Worst Case bei 250 Watt. Sieht man die Originalkarte, dann sehen wir unten jetzt die 180 bzw. respektive 202 Watt fürs gesamte Borddesign. Das ist jetzt die optimierte Karte. Sehen wir beide Kurven mal gegenübergestellt und wir sehen in Gelb, da sind wir auch so an der Schrift, mal beschriftet, was diese einzelnen Werte hier bedeuten. So, und da haben wir einmal das Maximum. Gut, das sehen wir hier nicht. Das sind diese 3200 Drehen pro Minute, die wir vorne auch schon bei den Overdrive Limits gesehen haben. Das ist die Maximaldrehzahl, was dieser Lüfter so hergibt. Ja, und dann haben wir so eine Fan Throttling RPM. Das ist nichts anderes als eine Temperatur, also eine Lüfterdrehzahl, die wird eingegeben um. Und das muss ich euch mal erklären, weil es ein bisschen tricky. Wenn die Lüfterkurve ansteigt, weil die Karte Last bekommt und das Ganze sich so im Aufwärmprozess befindet, dann wird die Karte erstmal bis dorthin die Lüfter hochdrehen lassen. Das heißt also, den Wert von 1700, den ich hier eingestellt habe, der wird erstmal ungefähr erreicht. Und dann kommt der Arbitrator wieder ins Spiel, der sagt, oh, jetzt habe ich hier mein maximales Power-Dings, was ich mir da eingegeben habe. Da möchte ich erstmal hin und dann schaue ich mal, weil das ist für mich als sicher, ja, die 1700, die brauche ich sowieso nicht. Und von dort aus beginnen, so von oben nach unten, lasse ich dann Stück für Stück für Stück für Stück wieder nach, um zu gucken, ob es denn reicht. So. Das heißt, also das Ganze ist gegenläufig. Die Karte wird wärmer, der Lüfter dreht ein bisschen runter und man möchte sich dann irgendwo in der Mitte treffen und sagen, ah, jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden, bleiben wir bei dieser Temperatur, hier passiert nichts. Und das ist genau das, wo dann die Karte sagt, ja, damit kann ich kommod leben. Da ist alles ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Also man sagt nicht, oh, ich lasse jetzt den Lüfter anhand einer bestimmten Temperatur nach oben drehen und steuere den. Nein, also diese AMD-Steuerung ist ein bisschen anders. Die sagt dann, ey, das ist jetzt zwar meine Maximaldrehzahl, aber das ist meine Zieldrehzahl fürs Aufwärmen, die ich im Idealfall sowieso nicht erreiche. Und dann hinterher, wenn das Ganze so aufwärmt, ich drehe erstmal da hoch und dann gehen wir ein bisschen zurück, lassen die Karte wärmer werden und dann schauen wir mal, wo wir uns da irgendwo so treffen. Und das akustische Ziel, was ich mir da vorgegeben habe, sind 1500 Umdrehungen pro Minute. Ist also ein bisschen niedriger als das, logischerweise, was die Karte dann wirklich effektiv braucht. Und dieser Einstiegspunkt da oben mit dem Throttling, der ist dann halt nochmal 100 Umdrehungen pro Minute höher. Könnte man auch höher machen. Ich könnte auch das Throttling bei 1800 ansetzen. Er würde dann im Schnitt auf demselben Endwert landen, wenn ich da unten mit 1500 einsteige für mein Ziel. Ja, aber es heult auf und das möchte ich ja nicht. Und das dauert eine ganze Weile, ehe sich das da wieder so nach unten runtergedrückt hat. Gut, dann lande ich dann irgendwann auch bei diesen 1600 oder 1650, je nachdem, wie warm es hier drin ist. Und dann hat sich das eingepegelt. Jetzt darf man nur nicht diese Temperaturen vertauschen bzw. dort sinnlose Werte eingeben. Also ich kann mit dem Throttling nicht gleich oder niedriger liegen als zum Beispiel mein Ziel. Dann darf ich auch mit beiden Temperaturen nicht deutlich unter dem liegen, was überhaupt der Einstieg ist, wenn der Lüfter anfängt, sich zu drehen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man dort sinnvolle Werte reinschreibt. Deswegen so als kleine Faustformel kann man sagen, okay, ich lote mal aus. Ich brauche hier im Schnitt 1600 Umdrehungen pro Minute. Für die Throttling gebe ich jetzt 100 oder 200 Frames pro Sekunde. Ich bin schon heute ein bisschen Banane im Kopf. Also Umdrehungen pro Minute mehr dazu. Und ja, als Ziel nehmen wir es ein bisschen drunter, sagen wir mal, okay, 1500 erreichst du sowieso nicht, aber da darfst du dich mal hinarbeiten und wenn es dann zufälligerweise mal ohne Last oder mit halber Last weitergeht, dann geht er sogar runter auf diese 1500, weil ich ja gerade mal nicht die volle Leistung verbrate. Das ist also das so für einen Halblastbereich, wenn ich dann auch sage, ich mache jetzt mal ein bisschen Ketten, ein bisschen 3D, bin ich so anspruchsvoll, dann sollte man es vielleicht 100 Umdrehungen pro Minute noch weiter runtersetzen, also unter das, was man wirklich so erwartetermaßen braucht. Dann klappt das. Ja, und da unten gibt es jetzt noch das Zero RPM Enable. Das ist also nichts anderes als der Fanstopp, dieser Hybridmodus, ja, dieser Pseudo-Silent-Passiv-Irgendwas-Modus. Der ist genauso tricky, weil er ab dem 7.3er-Treiber auch nicht mehr richtig funktioniert. Vorher konnte ich sagen, okay, mach das Häkchen weg. Ich
brauchte ihn nicht, also war da auch nicht da. Und dann hat die Karte genau mit dem gedreht, was ich da oben eingegeben habe. Also wenn ich da oben 15% PWM reinschreibe, na gut, hat mit 17 angefangen, weil so ganz genau funktioniert das auch nicht. Ja, und dann hat er die 17 auch genommen und die Karte hat also immer die Lüfter drehen lassen. Das hat wunderschön geklappt bis zum 7.3. Und dann ging nämlich die Katastrophe los. Die Karte hat eine Zwangsabschaltung drin. Also ich war nicht mehr in der Lage, dieses zu deaktivieren, obwohl es deaktiviert war. Das Ding hat immer mit 37% PWM geleiert. Da kriege ich einen Knall. Also das muss ich nicht haben. Wobei lustigerweise, wenn ich da neu gebootet habe, dann blieben die Lüfter stehen. Ich hatte aber eine Anzeige 37% PWM und über 1100 Umdrehungen drinstehen. Hat auch brav Signalanliegen gehabt. Da hat also ganz normal das PWM-Signal auf die Werte von der Referenzkarte gesetzt. Hat aber gleichzeitig die Lüfter hier, diese 12 Volt Spannungszuführung, abgeschaltet. Das ist nämlich auch so eine Besonderheit beim AMD-Treiber, dass also hier nicht übers PWM-Signal diese Dinger totgelegt werden. Also ich habe dann quasi 0% RPM und dann bleibt der Lüfter brav stehen, wie sich das gehört. Nee. Also man regelt da irgendwas hin bis zu diesem Minimum. Und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier, was weiß ich, über die Hysterese, diese, da sehen wir da unten auch die Stopptemperatur wieder erreicht, dann drehen wir einfach die 12 Volt vom Lüfter ab. Der ist nämlich dann in dem Moment spannungslos. Im Gegensatz zu Nvidia-Karten, da liegen die 12 Volt immer an, aber das PWM-Signal steht auf 0. Das ist ein gravierender Unterschied. Und genau das hat man irgendwo hier versemmelt. Es schaltet nämlich eigentlich überhaupt nicht mehr ab. Ich habe hier immer ein RPM-Signal drauf, also ein PWM-Signal drauf. Und ich, es ist, ja, nee. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin relativ sprachlos, weil im Endeffekt ist das wirklich die schlimmste Frickelei ever, hier diesen Fanstop wieder rauszukriegen. Also mir ist es jetzt mit dem aktuellen 8.3-Treiber und dieser Karte nicht gelungen. Die schalten also immer ab, egal was ich da unten einschreibe. Und da kann ich auch sagen, ich will jetzt eine Starttemperatur von 10 Grad, die ich ja sowieso nie erreiche, oder ich mache eine Starttemperatur auf 0 und was weiß ich, den Stopp auf 0 und hoffe dann, dass es sich trotzdem dreht. Nö, dann habe ich wieder 50, 60 und das scheinbar auch irgendwie fest einprogrammiert. Warum auch immer. Ist alles ein bisschen komisch und man sieht dann auch die Werte, wenn man sich das anzeigen lässt, On-Screen-Display. Ja, die Lüfter stehen, aber es zeigt Drehzahlen an. Warum auch immer. Bitte AMD, tut euch den Gefallen, bringt den Treiber wieder so in Ordnung, wie er mal schon mal funktioniert hatte. Tja, Lüfterkurven haben wir auch gesehen. Ja, und was ist jetzt mit meinen Ohren? Das zeige ich euch auch noch. Schaut mal, das war die Karte, so sah sie aus, als ich sie out of the box das erste Mal getestet hatte. Über 44 dBA im Abstand von 50 cm. Das muss man sich nicht geben. Also selbst wenn man ein geschlossenes Gehäuse hat, es ist relativ laut. Hat man also eine kleine ITX-Kiste und die steht ja meistens auf dem Tisch oder man hat sie in relativer Nähe stehen, ja, dann ist das schon, ja, das ist eine Zumutung. Das ist Quäl auf höchstem Niveau, das ist Folter. Jetzt kommen wir mit unserem optimierten Teil und ich muss ja noch nicht mal das BIOS flashen. Das sind einfach bloß die paar Einstellungen. Einfach mal Write drücken, da unten ist dieser schöne Knopf, ne? Dieses Write, Soft, Power, Play, Table. Ja, wenn man das gemacht hat, dann ist das auch drin. So, dann startet man einfach den Rechner mal neu. Ja, und dann findet auch der Treiber diese Voreinstellung. Und was kommt dabei raus? Guckt es euch an. Weniger als 36 dBA. Das ist eine Hausnummer. Das ist dann ungefähr so laut wie die Power Color mit diesem großen Kühler im OC-Mode. Aber die Karte ist, wenn es hochkommt, das ist lustig, schaut es euch mal an. Ja, das sind 3,54% ungefähr langsamer als die OC-Geschichte hier von dieser Karte mit den weit über 200 Watt für die GPU und 250 Watt Gesamtpower. Ja, hier haben wir 202 und büßen ganze 3,5% Performance ein. Hey Leute, das ist ja Irrsinn. Also für diesen, wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt anstelle von 103,5 plus noch mit 100 Frames pro Sekunde, ja, und ich spare 50 Watt an der Steckdose, ja, die kann ich ja polieren, die kann ich vergolden nach einem Jahr. Also bitte, auch an die Hersteller, bietet den Leuten entweder noch eine Option an, macht ein Dual Bias, lasst das umschalten und den Kunden entscheiden, will er jetzt die volle Power und scheiß auf die Umwelt oder nehmen wir es halt ein bisschen gezügelter. Diese 3 Frames pro Sekunde, die reißen mir überhaupt nichts raus. Das bringt es nicht. Also was vorher nicht spielbar war, wird dann mit OC auch nicht spielbar und vice versa. Also was vorher lief, wird dann genauso schön laufen. Ja, da muss man eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen. Und ja,
35, irgendwas dBA, das ist leise. Meine, mehr kann ich hier nicht machen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Physik kann man nicht vergewaltigen und bescheißen. Ich habe nicht mehr Kühlerfläche. Die ist einfach nicht zu vergrößern. Ich kann auch hier mit den Lüftern eigentlich nicht viel mehr machen, weil solange ich sie hochdrehe, dann höre ich es wieder. Niedriger kann ich es auch nicht machen, weil wenn die Karte anfängt zu schrotteln, ist der Takt im Arsch, dann geht die Performance nach unten und die Varianzen werden mies. Ich denke mal, das ist ein schöner Kompromiss. Und wer das alles nochmal nachlesen möchte und wer es gerne nachbauen will, hier unten drunter stehen natürlich wie gehabt die Links auf unserer Homepage. Und ihr habt es sicher schon mitgekriegt, wir sind ab dieser Woche auch zweisprachig. Also unsere internationalen Gäste können durch diesen ganzen Spaß auch nochmal in ihrer Muttersprache lesen, beziehungsweise also in Englisch. Habt ihr alles beides. Da sind die ganzen Bilder nochmal drin, da gibt es die richtig schöne Beschnullerung. Da habt ihr das ganze Tutorial nochmal zum Nachlesen, zum Nachbauen, zum Nachmachen, wie auch immer. Da habt ihr auch kein Problem. Ihr müsst nichts flashen, ihr müsst an der Karte physikalisch überhaupt nichts ändern. Das heißt, ihr werdet auch keine Garantie verlieren. Es ist einfach nur schöner Wunsch, schöner Spielen und vor allen Dingen, es schont eure Ohren. In dem Sinne, wir lesen uns auf der Homepage. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Boah. So ist das Ding geil. Das ist ein schöner kleiner Ziegelstein, den kann man sich in sein ITX reinhängen. Und auch mit dieser MSI RX 5700 XT Evoque glücklich werden. In dem Sinne, Salvatore. Und heute drücke ich hier mal nicht drauf. Ich habe einfach keine Lust. Tschüss.